Hallo, ich wollte euch heute mal ein Video über meine Paintpot zeigen oder halt Creme-Lidschatten-Base, die halt farbig sind und wie man die anwendet, wofür sie sind und ja. Gut, dann fangen wir mal an. Ich fange erstmal mit meinen beiden Drogeriesachen an. Das wären aus dieser, die sind dreckig, aus der Essence Ballerina Backstage LE. Genau. Habe ich mir damals zwei geholt. Das wäre einmal die Nummer 1, Dance the Swan Lake. So. Und zwar ist das so ein, ja, so ein beige-weiß, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe sehr ölige Augenlider. Also das ist das Einzige an meinem Körper, glaube ich, was ja, nicht so Feuchtigkeit braucht. Die sind sehr ölig, deswegen ist bei mir meistens immer so, dass ich eine Lidschattenbase nochmal drunter gebe, weil, ja, sicher. Also ich habe auch schon mal ohne und da hielt auch alles relativ gut, aber kann immer mal trotzdem noch in die Lidfalte rutschen. Und ja, also die kann man halt als Base nehmen oder als Lidschatten einfach nehmen, um, ja, als Base zum Beispiel dieses helle, um Farben kräftiger rauskommen zu lassen. Das ist ja genauso auch wie mit diesen NYX Jumbo Eye Pencil. Die kann man auch nicht so benutzen, weil die halt richtig, richtig cremig sind. Da muss man auch nochmal eine Base runter machen, aber die verstärken dann zum Beispiel nochmal die Farben. So, dann habe ich noch einen zweiten aus der Ballerina Backstage LA. Und zwar ist das der 02 Passes Copper oder so. So. Und das ist ein richtig, richtig toller Ton, den ich auch schon des Öfteren verwendet habe. Das ist so ein helles Bronze, Champagner. Ja, sehr, sehr toll. Den nehme ich auch als Base, um irgendwie noch eher andere so ein bisschen hervorzustechen, wie ja, Satin Taupe oder sowas halt. Das ist eine ganz, ganz tolle Mischung. Dann habe ich einen, ja, Gel-Eyeliner zum Beispiel, sollen wohl auch als Base verwendet werden können. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich kenne halt viele YouTuber, die das auch machen. Und deswegen habe ich jetzt meine beiden Gel-Eyeliner auch mal rausgeholt. Und zwar habe ich einen relativ alten schon von Calvin Klein. So, falsch rum. So, Calvin Klein. Und zwar ist das die 301 Cocoa Sheen. Ja. Den habe ich mir damals mal. Ich glaube, das war im Douglas noch. Nee. Müller. Genau, in Müller. In Müller habe ich mir den geholt. Da gab es ja noch Douglas. Calvin Klein. Und ja, das ist so ein richtig tolles. Braun. Changiert so leicht. Goldig, ja, und das ist halt so ein cooler Gel-Eyeliner. Und den will ich jetzt demnächst mal als Base versuchen, weil, wie gesagt, viele benutzen den ja als Base. Ja, und dann habe ich halt meinen zweiten Gel-Eyeliner, ist halt von MAC, der Black Track, den ich ja als Lidstrich immer benutze, den man aber wohl auch als Base benutzen kann. Und so sieht er halt aus, klassisch schwarz. Ja. Ja. Ja, das wären jetzt halt so die. Und jetzt komme ich halt zu meinen Paintpots. Also, fangen wir mal an mit dem MAC Hyper Violet. Den habe ich jetzt auch zuletzt gekauft. Das wäre der hier. Das ist so ein dunkelviolett. Damit habe ich jetzt auch ein Augen-Make-up geschminkt. Und ja, wenn ihr dazu ein Tutorial sehen wollt, dann kommentiert mal. Weil das Augen-Make-up ist inspiriert von Fanny Pilgrim. Und das habe ich dann mal nachgeschminkt. Ja, also wie gesagt, das ist Hyper Violet von MAC. Ein richtig schönes dunkles Violett. Bei Paintpot habe ich die Erfahrung, dass man das, wenn man das als Base benutzt, dünn auftragen muss. Weil wenn man das zu dick aufträgt, dann kriegt das auch in die Lidfalte. Ansonsten kann man das super als Base benutzen. Dann habe ich meinen ersten Paintpot, das war Groundwork. Das ist so ein
Ja, für mich relativ nude. Andere nehmen ja immer Painterly, aber Painterly habe ich noch nicht geholt. Das wäre dann halt Groundwork. Auch eine neutrale Farbe. Die riechen alle gar nicht. Ich rieche das erste Mal einen Paintbot. Dann eins meiner Lieblinge. Ja, ich liebe diesen Paintbot. Das war aus der. Welcher LE war das nochmal? Ich weiß gar nicht. Und zwar ist das halt dieser Chilled on Ice von MAC. Und ich liebe diesen Ton. Der hat halt so. So sieht er aus. So Champagnerton. Und der hat so gröbere Partikel. Also wenn man das auf dem Auge macht, hat das so ein bisschen Crackling-Effekt, finde ich. Da sind so Partikel bei, die so ein bisschen gröber sind. Und ich liebe diese Farbe. Ich kann euch die ja mal auf die Hand swatchen. Super. Also das wäre. Ich weiß gar nicht, sieht man was? Nee, ne? Also das wäre Chilled on Ice und das ist mein absolutes Lieblingsstück. Stück. Ja, und dann komme ich zum letzten MAC Paintpot. Und zwar ist das Bare Study oder Study, was weiß ich, keine Ahnung. Die verbessern mich ja alle immer. Und ja, der ist auch schon relativ runtergelutscht. Auch eine schöne Farbe. Der ist so ähnlich wie der Chilled on Ice, aber halt keine Glitzer, Schimmerpartikel, sondern einfach nur so. Ja, so ein schönes, glänzendes Finish. Ja. Dann kommen wir jetzt zu meinen beiden letzten Schätzchens. Und zwar sind das die Chanel Illusion d'Ombre. Da habe ich einmal die 82 Merveille oder so. Auch ein richtig schönes. Die Konsistenz, die ist eher so mousseartig, also so ein bisschen knetig. Und ja, liebe ich auch total. Und dann mein absoluter Liebling, den ich sehr, sehr gerne benutze und wenn ich den drauf habe, auch angesprochen werde, ist der 83 Illusoire. So. Und das ist der hier. Der sieht im Pöttchen eigentlich relativ unscheinbar aus. Aber die Farbe ist so der Knaller. Ich versuche euch das mal hier zu swatchen. Also, das wäre halt Illusoire. Richtig cool. Also, ich liebe diese Farbe und. Illusoire und Chilled on Ice, die Kombi, das ist wow. Das ist für mich so mein Wow-Bam-Effekt. Wirklich. Habe ich auch schon, glaube ich, ein Tutorial zugedreht, oder? Wenn ja, dann verlinke ich euch das mal unten in die Infobox oder als Videoantwort oder so. Ja. Krieg ich Falten. Botox. Bald ist Botox dran. Nee. Na gut, das wären jetzt meine Paintpots und meine Gel-Aligner. Und also quasi Creme, Lidschatten, Bases. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!